Herzlich willkommen zu Teil 19 der Reihe Lineare Gleichungssysteme, Lösungsverfahren und Anwendungsbeispiele. In dieser Folge sprechen wir über einige kleinere Rechenhilfen, die das Gauß-Eliminationsverfahren einfacher machen. Wir haben in dieser Reihe gesehen, wie wir mit Gauß-Elimination quadratische und auch nicht quadratische lineare Gleichungssysteme lösen können, beziehungsweise auch die Nichtexistenz einer Lösung gefunden werden kann. Wir lernen jetzt, wie wir die Rechnung bei der Gauss-Elimination durch Weglassen der Unbekannten vereinfachen können und damit werden nur noch die Konstanten und Koeffizienten betrachtet. Außerdem werden wir womöglich die Gleichungen durch Kürzen und Erweitern in eine jeweils einfachere Form bringen. Gegeben sei also ein lineares Gleichungssystem. Wir wollen uns hier dieses Beispiel vornehmen. x1 plus x2 plus x3 gleich 8, 4x1 minus 5x2 plus 3x3 gleich 2, und 3x1 minus x3 gleich 5. Wir lassen jetzt die Unbekannten weg und schreiben das System in der Form, dass wir links, ähnlich wie in einer Matrix-Schreibweise, die Koeffizienten schreiben. Fehlende Unbekannte, wie das x2 hier in der Gleichung 3, wird mit dem Koeffizienten 0 identifiziert. Wir machen aber keine Matrix-Klammern hier drumherum, sondern schreiben einfach nur die Koeffizienten hin, dann einen Strich und rechts die Konstanten, also die rechte Seite des Gleichungssystems, 8, 2, 5 in diesem Fall. Also wie gesagt, eine 0 wird gesetzt, wenn eine Unbekannte nicht auftaucht, wie das x2 in der Gleichung 3 hier. Nun wird die Gauss-Elimination auf Basis genau dieser Darstellung durchgeführt. Hier nochmal hingeschrieben, wie wir es gerade ermittelt hatten für unser Beispiel Gleichungssystem. Wir rechnen jetzt ganz normal wie bei Gauss, zum Beispiel 2, also Gleichung 2, Zeile 2 hier, minus 4 mal Zeile 1 und Zeile 3 minus 3 mal Zeile 1, um hier jeweils vorne eine 0 hinzubekommen. Unser Ziel ist ja, dass wir nachher eine Stufenform haben, wo hier links unten sozusagen die linke untere Hälfte nur noch aus Nullen besteht. Wenn wir also diese beiden Rechenschritte durchführen, bleibt die erste Zeile unverändert. Bei der zweiten haben wir 4 minus 4 mal 1 ist 0, minus 5 minus 4 mal 1 ist minus 9, 3 minus 4 mal 1, also 3 minus 4 ist minus 1, und 2 minus 4 mal 8, das ist 32, 2 minus 32 ist minus 30. Und entsprechend in der dritten Zeile haben wir hier 0, nämlich 3 minus 3 mal 1, wir haben hier 0 minus 3 mal 1, das ist minus 3, und wir haben minus 1 minus 4 mal 1, Entschuldigung, nicht viermal, sondern dreimal. Wir ziehen ja dreimal die erste Zeile ab. Also minus 1 minus 3 mal 1, Entschuldigung, das ist minus 4. Und 5 minus 3 mal 8, also 5 minus 24, und das ist minus 19. Wir haben also jetzt in einem ersten Schritt erreicht, dass hier in der ersten Spalte nur noch Nullen stehen, außer natürlich in der ersten Zeile. Nochmal hingeschrieben, der Zwischenstand, den wir gerade erreicht hatten. Und nun eliminieren wir diese minus 3 hier, da wollen wir auch eine 0 haben. Und dazu rechnen wir Zeile 5, das ist jetzt diese hier, minus 1 Drittel mal Zeile 4. Das ist genau dieses minus 1 Drittel natürlich so gemacht, dass dann hier sich das zu 0 ergibt. Wir haben also hier dann die ersten beiden Zeilen unverändert gegenüber dem Stand hier oben. Wir haben jetzt hier minus 3, minus minus, also plus 1 Drittel von 9, ist auch 3. Also minus 3 plus 3 ist 0. Und wir haben hier minus 4, minus minus, also plus 1 Drittel von 1. Also minus 4 plus 1 Drittel. Minus 4 sind minus 12 Drittel, plus 1 Drittel sind minus 11 Drittel. Und auf der rechten Seite haben wir hier minus 19, minus minus, also plus 1 Drittel von 30. 1 Drittel von 30 sind 10 und minus 19 plus 10 sind minus 9. Und jetzt haben wir unsere Stufenform erreicht, indem wir hier unten, wie gewünscht, die Nullen haben. Hier nochmal hingeschrieben, das System wie gerade ermittelt. Und jetzt können wir einfach die Lösung ablesen. Wir stellen uns jetzt wieder vor, dass hier ein x erreicht steht, in Gedanken zumindest. Das heißt, wir haben minus 11 Drittel x3 gleich minus 9, multiplizieren mit minus 3 Elftel. Und haben dann x3 gleich 27 Elftel. Das können wir dann hier oben einsetzen. Da haben wir dann minus 9x2 minus x3. x3 hatten wir ermittelt.
Und dann haben wir halt einen Ausdruck für x2, den formen wir nach x2 um. Und entsprechend, das hier unten muss eine 1 sein. Und entsprechend können wir x1 ausrechnen. Wir wollen uns dazu ein weiteres Beispiel anschauen. Gegeben sei also das Gleichungssystem hier. Wir machen wieder die Darstellung ohne Unbekannte. Hier oben haben wir also die Koeffizienten 1, 1, minus 1. Rechts steht die 2. Hier haben wir 2, 2, 8 als Koeffizienten. Und hier unten 3, minus 6, 9 als Koeffizienten. Und eben die entsprechenden rechten Seiten 0 und 12. Wir sehen jetzt, dass hier in der zweiten Zeile alle Zahlen Vielfache von 2 sind. Das heißt, wir dividieren jetzt die Gleichung 2 durch 2, um die Koeffizienten kleiner zu machen, einfacher zu machen. Haben also dann als Koeffizienten 1, 1, 4 und 0, die wir jeder dieser Zahlen einfach durch 2 geteilt haben. Und wir sehen, hier unten ist jede der Zahlen durch 3 teilbar. Und entsprechend teilen wir diese ganze Gleichung durch 3 und haben dann als neue Koeffizienten 1, minus 2, 3 und 4. Diese beiden Systeme, dieses und dieses, sind vollkommen äquivalent. Nur hat das hier etwas schönere, in Anführungszeichen, Koeffizienten, weil die kleiner sind und weil mehr Einsen auftauchen. Und damit, mit diesem Zwischenstand, den wir gerade erhalten hatten, rechnen wir jetzt, machen wir jetzt die Gauss-Elimination, indem wir einfach die Gleichung 1 hier oben jeweils abziehen von den Gleichungen 4 und 5, um eben in der ersten Spalte hier diese beiden Nullen zu erzeugen. Wenn wir das machen, haben wir sogar den Nebeneffekt, dass sich hier an der Stelle eine 0 ergibt, also diese 0 als 1 minus 1. Und damit ist das System sogar schon in Stufenform, wie wir sehen, wenn wir das umsortieren. Wir sortieren also die Gleichung 6 hier nach hinten, damit wir die Stufenform besser sehen können. Und sind damit sozusagen schon fertig. Jetzt kommt nur noch der Schritt des Rückwärtseinsetzens. Und wir können jetzt eben direkt unsere Lösung ablesen. x3 ist dann minus 2 durch 5, indem wir hier durch die 5 teilen. Das setzen wir wieder ein, rückwärts, wie gehabt bei der Gauss-Elimination. Und kommen dann eben auf unsere Lösung für x2 und x1. Also wir haben gesehen, dass wir die Koeffizienten weglassen können. Und damit wird die Rechnung, jedenfalls für meine Begriffe, übersichtlicher. Und trotzdem ist sie natürlich vollkommen äquivalent zu der vollen Gauss-Elimination, die wir vor einiger Zeit gelernt haben. Vielen Dank.